Servus Kameraden, willkommen zurück zur WT Live, ich bin Keule und bevor wir gleich zum Thema von heute kommen, nämlich großer Bruder, kleiner Bruder, ich habe mal die beiden Tiger miteinander verglichen, werden wir uns das alles mal anschauen, was denn Wargaming so geplant hat, wenn es hier in den Supertest geht. Tatsächlich hat Wargaming da ein bisschen sich ausgetobt und da können wir gleich mal einen Blick drauf werfen, was da geplant ist. Geplant ist unter anderem ein Medium als Radpanzer GSOR 1006-7 auf Stufe 9. Wir haben, was zumindest angedacht ist, einen Standardschaden von 390 HP und 480 auf HE. Ich vermute mal eine 105mm Kanone, denn wir haben Durchschlag 248 auf Standard, 315 auf Premium. Und 53 Torschlag auf HE, Shell Velocity irgendwas um die 1080, also recht schnelle Granaten und auf Premium Munition 1240, einen langen Reload von 11,7 Sekunden, also für ein Medium ist es ja, meiner Meinung nach ein recht langer Reload. Wie es bei Radpanzern eigentlich gehört, ist hier eher der Fokus auf die Mobilität gesetzt. Und auf ein vernünftiges Einzielen, also wenn das wirklich ein 105mm Wumme ist auf einem Medium, dann sind 1,9 Sekunden Aiming Time schon mal ein richtig guter Wert und 0,32 Genauigkeit ist ebenfalls etwas, womit man sich absolut anfreunden kann. Also es wird wahrscheinlich irgend so ein hinterhältiger Panzer à la Bedjet werden, der sich dann ja aus dem Hintergrund bzw. aus der Flanke nähert und dem Gegner dann eine nach der anderen einsenkt. Mega hohe DPM kriegt er nicht. Die mega hohe DPM kriegt er nicht zusammen, das muss man hier ganz einfach sagen. Allein schon wegen dem langen Reload, aber 390 Alpha-Schaden ist auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Wert. 20 Schüsse nimmt er bloß mit. Das ist ebenfalls nicht besonders viel. 8 Grad Gun Depression ist ganz in Ordnung und 16 Grad Gun Elevation ebenfalls. Mobilität 65 km/h vorwärts, 32 km/h rückwärts. Also es wird auf jeden Fall, was Mobilität angeht, ein sehr interessantes Gerät. Mit wem können wir den matchen, mit wem können wir den vergleichen? Ich würde sagen, mit einem Standard B eventuell. So von der Mobilität her, mit dem PTA eventuell noch. Da könnte auch so ein bisschen seine Probleme bekommen, denn der spielt mit der Premium, also mit der Hash-Munition oder mit der HE-Munition eine richtig böse Rolle, wenn man ohne Panzerung daherkommt und der hat so gut wie keine Panzerung. 85mm am Turm. 30mm an der Seite und 20mm hinten und an der normalen Außenhülle 60, 35, 20 sind keine Werte, die unbedingt für einen gut gepanzerten Medium sprechen. Irgendwo muss man ja auch Abstriche machen, wenn man das Fahrzeug schnell macht, dann kann man nicht unbedingt auf Panzerung legen. Ja, 560 PS für ein, wie schwer wird die Kiste sein? Steht leider nicht dabei, wenn ich das so richtig sehe. 24 PS pro Tonne. 24,4 PS pro Tonne. Egal, wurscht. Auf jeden Fall ordentlich. 20 Tonnen sowas um den Dreh. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger als 20 Tonnen. Ist für ein Medium eben ein bisschen niedrig angesetzt. Wie gesagt, ist halt ein Radpanzer mit 6 Rädern. Da kann man nicht, denke ich mal, nicht zu viel verlangen. 1650 AP führt er ungefähr ins Feld und hat eine Sichtweite von 390 Metern. Also das Ganze ist unter britischer Flagge. Das bedeutet, wir erwarten hier, wenn ich ganz ehrlich bin, einen weiteren, nämlich einen Stufe 10er Radpanzer-Medium. Und wenn wir dann ganz ehrlich sind, auch einen 8er, der noch da kommen müsste, damit das Ganze in irgendeiner Art und Weise Sinn hat. Das sind also selbstverständlich Werte, die sich noch ändern können. Auch die Optik vom Fahrzeug kann sich selbstverständlich ändern. Das ist nur mal ein vorläufiges Bild. Das ist aber das, was ganz offiziell von World of Tanks gekommen ist. So, zweites Fahrzeug ist, ich will nicht sagen lächerlich, aber auf jeden Fall ein bisschen komisch kommt es daher. Panzerkampfwagen Tigermaus 120T. 120 steht für 120 Tonnen. Drauf ist ein 100
28 mm Kanone, gehe ich mal von aus zumindest, mit 530 Alpha-Schaden, 246 Torschlag auf Standard und 311 Torschlag auf Premium-Munition. Also dieselbe Kanone, die auch auf der Maus ebenso drauf ist. Shell Velocity 920, 1150, 920. Kann man auf jeden Fall so machen. Reload-Time 15,5 Sekunden. Das ist eine ziemlich üble Angelegenheit. Keine Ahnung, warum der dann 40 Schuss mitnimmt, wenn er so eine extrem lange Nachladezeit hat. Das ist nicht besonders doller. In puncto Geschwindigkeit, werden wir gleich mal gucken, ist auch nicht viel zu viel zu erwarten. Aiming Time 2,4 Sekunden. Ist ebenfalls eher schwach und eine 0,37 Genauigkeit ist für einen deutschen Panzer fast schon lahm, möchte ich sagen. Gun Elevation und Gun Depression, 7 Grad Gun Depression, 23 Grad Gun Elevation. Das heißt, ihr könnt nach vorn geneigt mit erhobener Kanone auch an steilen Gelände, im steilen Gelände recht gut einsetzen. Ist halt immer die Frage, ob das dann irgendwann mal Sinn macht. Maximum Speed vorwärts 32 km/h, 16 km/h rückwärts, 1200 PS. Bei 120 Tonnen bedeutet 10 PS pro Tonne. Da geht nicht viel vor und nicht viel zurück. Die Kiste wird ordentlich lahm daherzuckeln, aber so ist es. Ist halt Tigermaus. Also Mischung aus den zwei der schwersten Panzer des Zweiten Weltkriegs. Allein schon von der Optik her würde ich sagen, dass der, ja, ich will nicht sagen, dass er seltsam ist, aber er sieht zumindest ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Wie bei allen deutschen Panzern, die etwas schwerer sind oder richtig schwer sind, hat man diese verschachtelten Räder. Das heißt, man spart quasi die Länge, indem man die Räder kurz zieht und trotzdem setzt. Das heißt, die Kette ist ein kleines bisschen breiter. Die Räder, so wie es zum Beispiel beim Tiger zum Beispiel auch der Fall ist und auch beim Panzer 4H, hatten dann so ihre Probleme. Zum Beispiel in Russland, wo dieser extrem lehmige Boden ist und haben da nicht die Möglichkeit, das Fahrzeug komplett sauber zu machen. Das heißt, das stand dann über Nacht und wenn früh Alarm war, dann war diese Schlacke, die da drin war, dieser Schlamm da drin, komplett festgefroren und die haben teilweise über 20, fast 30 Minuten gebraucht, um das Fahrzeug fahrfertig zu machen. Ein riesengroßer Nachteil gegenüber den T-34, die in Stalingrad zum Beispiel herum eingesetzt wurden. Also die Panzerwaffe war da fast nutzlos, möchte ich sagen. Und diese verschachtelten Räder haben also auch Nachteile. Nicht, dass er denkt, dass da nur Vorteile sind. So, 1950 HP, das heißt, er kommt mit so viel HP daher wie ein durchschnittlicher Medium auf Stufe 10. Hull Armor, 200 mm Frontalpanzerung, 120 an der Seite und sage und schreibe 130 mm Panzerung hinten an der Hülle, also an der Wanne. Wir haben am Turm 300 mm Frontal. Und er scheint auch nicht komplett gerade zu sein. Scheint dieser typische runde Turm zu sein. Ja, genau. Den die Maus halt so hat. Und 150 mm an der Seite, 140 mm hinten. Extrem hartes Gerät. Sobald er ein bisschen angewinkelt ist, dürftet ihr mit 9er und 8er Panzern Probleme haben. Mit 10er müsste es eigentlich irgendwie gehen. Ja, 400 Meter Sichtweite. 720 Meter, 720 Meter Signalreichweite. Wir werden hier haben zwei Ladeschützen, einen Funker, einen Richtschützen, einen Fahrer und einen Kommandanten. Also so wie es auf einer Maus, glaube ich, ebenfalls der Fall ist. Beim G-SOR gibt es eine Dreimann-Crew, den Chef auf dem Ring, den Fahrer und den Richtschützen. Ich denke mal, das Nachladen dürfte dann auch der Richtschütze übernehmen. Und der Kommandant das Funken, sowas in der Richtung würde ich auf jeden Fall meinen. Also die Fahrzeuge sind aktuell im Supertest. Dürft ihr gerne mal eure Meinung dazu schreiben, was ihr davon haltet. Es sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, fast schon ein Heckturm, oder es ist ein Heckturm, würde ich mal so sagen. Ja, wir werden schauen, was davon dann am Ende wirklich kommt. Es bleibt nicht immer alles übrig. Manchmal bleibt gar nichts von den Fahrzeugen übrig. In der Regel ist, wenn sie in den Supertest kommen, sind sie dann irgendwann auch mal auf dem Server zu finden. Also irgendwann kommt da mal ein Testfahrzeug um die Ecke und dann gucken alle blöd aus der Wäsche. Ja, so wird's laufen. Also, zwei neue Fahrzeuge im Supertest. Einmal der Panzerkampfwagen Tigermaus 120T
Und der Chisor 1006-7. So, zurück zum Spiel. Wir gucken uns mal Tiger 1 und Tiger P an. Großer Bruder, kleiner Bruder. Diesmal kein Panzer, der als Premium-Panzer auf Stufe 7 daherkommt, sondern wir vergleichen den legendärsten Panzer des Zweiten Weltkriegs. Kann man auf jeden Fall so sagen, er war, das muss man hier ganz einfach sagen, nicht der Beste. Tiger 1, das mögen mich jetzt bitte der ein oder andere steinigen. Tiger 1, meiner Meinung nach, oder auch die Meinung von Experten, nicht der beste Panzer des Zweiten Weltkriegs. Der beste Panzer des Zweiten Weltkriegs war der Panther. Der Tiger 1 hat zu oft Probleme mit dem Motor gehabt, mit dem Getriebe gehabt, ist zu oft ausgefallen. Ohne Fremdeinwirkung liegen geblieben, meiner Meinung nach, und auch der Meinung von Experten. Dementsprechend das Fahrzeug nicht komplett ausgereift und dementsprechend nicht das stärkste Fahrzeug. Der Panther da eine ganze Ecke besser mit einer extrem starken Kanone. Aber um den soll es heute hier nicht gehen. Es geht um den Tiger 1. Wir vergleichen mal beide miteinander. Das heißt, der Tiger 1 und der Tiger P. Ich habe beide gleich konfiguriert, nur um es mal so reinzubringen. Das heißt, ich habe eine Lüftung, ich habe einen Ansetzer und ich habe eine verbesserte Härtung Klasse 2. Ob man den jetzt unbedingt so ausrüsten muss, Leute, bitte. Das kann natürlich jeder machen, wie er will. Ich habe es nur so genommen, damit man da ungefähr einen Überblick hat, wie es denn aussieht. Okay, alle gleich. Natürlich eine komplett ausgepirkte Crew hat jeder zu Hause sitzen. So sieht das Ganze aus. Wir haben beim Tiger P und beim Tiger 1 zwei Fahrzeuge, die sich ähnlich sehen, die fast gleich heißen, aber die sich komplett unterschiedlich spielen, weil sie von der Charakteristika her halt komplett unterschiedlich sind. Der Tiger P hat genauso wie der Tiger 1 eine 8,8er drauf, also die Kanone vom Luftabwehrgeschütz 8,8. Allerdings hat der Tiger P noch die 240 Alpha Schaden und der Tiger 1 hat die 280 Alpha Schaden bekommen, wo es damals umgestellt wurde. 203 Durchschlag haben beide auf Standardmunition. Etwas schneller nachladen tut der Tiger P, aber halt nicht besonders viel. Dementsprechend ist die DPM auf dem Tiger 1 eine ganze Ecke besser. Und die könnte sich am Ende auszahlen. Nachladen 6,33 zu 6,41. Geschützrichtgeschwindigkeit ist der Tiger P dem Tiger 1 ein ganzes Stück überlegen. 25,19 zu 19,71. Höhenrichtbereich beide ungefähr im selben Level. Also der Tiger P hat einen Grad weniger Gun Depression als der Tiger. Dafür hat der Tiger 1 13 Grad zu 17 Grad Gun Elevation. Zielerfassung. Hier ist der Tiger eine Ecke besser, 2,8 zu 2,65. Das würde man auf dem Schlachtfeld ganz extrem merken. Beide mit einer Streuung von 0,31 in einem sehr guten Level, was schwere Panzer auf Stufe 7 angeht. Das sind halt deutsche Kanonen. Da bei der DPM sieht man natürlich dann einen deutlichen Unterschied. 2275 zu 2621 ist schon ein eklatanter Unterschied. Ja. Überlebensfähigkeit, da sieht es ein bisschen besser aus für den Tiger P, denn der kommt mit deutlich mehr Panzerung und ja, mit einer besseren Reparatur des Fahrwerks daher, komischerweise. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob ich da irgendwann einen Fehler gemacht habe. Auf jeden Fall fangen wir mal mit den Strukturpunkten an, beide mit 1620, so wie ich sie ausgerüstet habe. Original haben sie 1500. Wandpanzerung, Frontal- und Turmpanzerung beim Tiger P 200 mm Fronte. 80 mm an der Seite und 80 mm hinten. Da kann der Tiger 1 nicht mehr annähernd mithalten. Er hat nur 100 mm frontal. Hat zwar hier und da einen kleinen Winkel da eingebaut, aber im Großen und Ganzen ist die Panzerung relativ gerade und ihr habt keine Möglichkeit, Schüsse zu blocken, die aus einer Kanone Stufe 7 oder höher kommen. Dementsprechend ist der Tiger gegen andere schwere Panzer fast immer unterlegen, was den Durchschlag angeht, beziehungsweise was die Wirkung auf die Panzerung angeht. Und der Tiger, wenn man den ganz ehrlich nimmt, aus dem Zweiten Weltkrieg, war, wenn er funktioniert hat, dominant. Die Gegner haben sich in alle Hosen geschissen, nicht nur die, die sie anhatten, sondern die, die im Gepäck waren, ebenfalls. Die waren jedes Mal komplett voll, wenn ein Tiger 1 um die Kurve kam. Amerikanische Streitkräfte waren streckenweise so vom Tiger 1, ich will nicht sagen überrascht, aber in Angst, dass sie streckenweise andere Panzer, die ihm nur annähernd ähnlich sahen, wie zum Beispiel Panzer 4H,
Der hat machen können, was er wollte. Die sind rausgefahren, die waren da in ihrer Stellung, haben ihren kleinen Panzerschrecker oder was, ihre kleine Panzerabwehrkanone dabei gehabt und haben sich nicht getraut, auf den Tiger 1 zu schießen oder auf einen Panzer 4H, weil der Panzer 4H dem Tiger 1 ähnlich sah. Die hatten ja alle noch nicht so viel Erfahrung wie zum Beispiel die Briten, die von Anfang an gegen die Deutschen kämpfen mussten, oder die Russen. Haben dem Tiger 1 machen lassen, der konnte fahren, er konnte ein bisschen schießen, ja, ein bisschen Bordmaschinengewehr einsetzen, fertig, dann konnte er sich wieder zurückziehen und die haben nichts getan. Schlussendlich hat man gerechnet, also zumindest von amerikanischer Seite her, bei der Invasion am D-Day, dass man auf einen Tigerpanzer, den man zerstört, mindestens 8 Sherman einbüßt. Also hat man Fahrzeuge rübergekarrt, also im geschätzt, wie viele Tiger hat das haben den Deutschen noch da im Frankreich rumstationiert und haben 1 zu 25 über einen großen Teich geschickt. Das heißt, die haben 25 Sherman pro einen Tiger rübergeschifft, damit sie da irgendwie mithalten können. So ein bisschen Geschichte, Hintergrund, falls das einen interessiert. Ansonsten bitte einmal streichen. Ja, von der Tonnage her ist der Tiger P dem Tiger 1 ebenfalls ein bisschen überlegen. Das heißt, wir haben 71,7 Tonnen zu 67,1 Tonnen, wenn er komplett aufgeladen und die Crew ordentlich gefrühstückt hat, dann kommen wir da auf dieses Gewicht. 35 zu 40 km/h vorwärts bedeutet, dass der Tiger P eine ganze Ecke langsamer ist, mit 670 PS auch ein bisschen schwächer motorisiert. Warum sie das gemacht haben, mir ebenfalls ein absolutes Rätsel. Wenigstens die gleiche Leistung hätten sie machen können. 10 PS pro Tonne, 10,8 PS pro Tonne zu 12,08 PS pro Tonne. Ja, sagt eigentlich einiges aus. Der Rest ist dann wieder relativ ähnlich. Wir haben punkto Tarnwert, einen Wert, über den wir gar nicht reden müssen, unter anderem, weil der Panzer halt so extrem groß ist. Und in puncto Sichtweite, 421 Meter auf beiden Seiten, kann man natürlich noch ein bisschen verbessern. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns die beiden mal im direkten Gefecht an. Und wir würden anfangen, oder ich würde anfangen mit dem Tiger 1. Ich habe hier die deutlich bessere Crew drauf. Bitte seht es mir nach, denn die Crew wird geschult, ich glaube, auf dem Löwen. Und die Tiger P-Crew, die wird geschult auf dem Panzerkampfwagen 1, auf dem hier. Und den habe ich noch nicht so lange, dementsprechend meine Crew auf dem Tiger P nicht so stark. Ich werde versuchen, trotzdem eine vernünftige Runde hinzubiegen. Hier werden wir noch ein bisschen was aktivieren. Tarnung natürlich nicht. Was für eine Überraschung. Ruhige Hand. Bei beschädigtem Geschütz, verringerte Geschützstreuung bei Turmdrehung. Das machen wir mal. Zing sind wir schon bei 75%. Bah, wie schnell das geht. So, ich würde sagen, wir drücken mal ins Gefecht aus. Wir fangen mit dem Tiger 1 an. Einfach weil er Legende ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ausrücken, bis gleich. Jo, wie versprochen, erste Runde. Wir fahren gegen einen T29. Wahrscheinlich der einzige schwere Panzer, der dem Tiger bzw. Tiger P überlegen ist. Die IS hat zwar einen extrem starken Alpha-Schaden, wenn sie durchkommt. Meiner Meinung nach aber nicht besser als der Tiger 1. Aber der T29 kann vor allen Dingen Hull-Down spielen. Dementsprechend lassen wir auf dieser Karte, nämlich Lakeville, eine Feuerposition aus. Und das ist die hinten auf der 1er-2er-Linie. Da denke ich mal, dürften wir keine großartigen Chancen haben. Der T29 uns sieht, würde sofort Premium-Munition laden und uns in Stücke schießen. Eine Wolke aus Blut und Knochen würde nur lassen. So, wir fahren in die Stadt. IS fährt nicht auf die 1er-2er Linie, sondern später aus der zweiten Reihe sozusagen. Haben wir ihm noch eine mit? Noch eine? Kriege ich noch eine drauf? Tatsächlich noch eine. Kriegt ihr noch eine drauf? Rausnehmen, aber gut. T29, wie ich es vorher gesagt habe, fährt nach hinten. Schwere Panzer, 1, 2, 3 Stück, IS, Tiger 1. Gegner hat er 3 schwere Panzer auf Stufe 9, auf Stufe 7.
Das ist gemein. Wir haben noch den VK 36 in der Zahl und der spielt ebenfalls hinten auf der 1-2. Ich brauche hier die Unterstützung von Medium, sonst gehen wir hier krachend drüber. So, 680 Schaden haben wir schon gemacht. Er sieht auf jeden Fall fetzig aus, ist halt eine Legende. Ist absolut eine Legende, Wahnsinn. Da gibt es absolut nichts anderes zu sagen. Unheimlich, was der im Zweiten Weltkrieg geleistet hat. Wenn er ein bisschen zuverlässiger gewesen wäre, hätten es die anderen mit Sicherheit noch ein bisschen schwieriger gehabt. Aber das zählt natürlich nicht. Hätte, wäre, wenn nicht, aber. Nix. Keine Ahnung, warum dich davon zusammenschießen lässt. Abgeprallt. Oh, da kommt jemand hoch. Su-100Y? Ne, Su-100M1. Ziehen wir uns raus hier. Oder willst du noch einen abbekommen? Wir haben hier keine Chance, Freunde. Aber wenn du selber drauf kommst, oder ob ich dir da... kommt durch. Auch der 45 TP. Wie gesagt, im Punkt der Panzerung gibt es deutlich bessere Panzer. Hinter mir weg, hinter mir weg, hinter mir weg, Digga. Jetzt. Wenn wir es ein bisschen anwinkeln, dann geht es so halbwegs. Aber ein Garant ist natürlich trotzdem. Okay, ich werde drauf. Das heißt, wir können oben lang fahren. Den noch raus. Bisschen Unterstützung wäre cool. Weiß genau, wo er hinschießen muss. Hat auch die richtige Kanone dabei. Nee. Irgendjemand Zeit und Lust, hier ein bisschen mitzufahren. Ich krieg gerade meine Kanone. Meine M1 nimmt mich gleich komplett raus. Hat mir jetzt die Kette. Ja, da habe ich keine Chance. Natürlich auch keine Unterstützung. Es kommt mit dazu. Hinten auf der 1er-2er-Linie sind sie durchgebrochen. Wir haben jetzt nicht unbedingt das ideale Spiel, das weiß ich selber. Ich denke, das war da hinten jetzt. T20 ist komplett durchgekommen, hat machen können mit mir, was er wollte. Wusste genau, wo er hinzuschießen hat. Wenn wir hier die Jungs noch ein bisschen verfolgen. Keine Ahnung, warum der zum Beispiel nicht in die Stadt fährt. AT7 wäre von rechts und links komplett geschützt. Hätte hier sich austoben können. Das ist für mich ein absolutes Rätsel. Aber egal. Ich darf da nicht nachfragen. So, Su-100M1 raus. T20 raus, T29 raus. Dann, wenn hier die Keule draußen ist, sind auf einmal alle da und wollen unterstützen. Nicht zu gebrauchen. Ja. So, guck mal den Type 58 bisschen zu. Also auf jeden Fall eine ziemlich eindeutige Runde. Auch von den HP her sind wir vielleicht nicht ganz so überzeugend, aber wir haben zumindest deutlich mehr Kanonen im Spiel. Erst drei Panzer verloren und dann noch ein. Das ist halt das, was ein bisschen nervt. Und ja, Gegner hat unsere Artillerie da unten, schätze ich mal, ein bisschen unterschätzt. Dementsprechend sein T29 verloren. Type 58 fährt durch die Mitte. Für mich ein bisschen unbegreiflich, aber wurscht. Das Ding ist eh durch. Ich schätze mal, es wird jetzt hier noch angehalten. Dann nochmal auf die Arti schießen. Und dann rausholen. Also 15 zu 4. Wir bekommen 1308 Schaden ab, 240 Schaden geblockt und 328 Schaden aufgeklärt. Wie gesagt, der hat genau gewusst, wo er da hinschießen muss. Und das ist halt das Problem. Das Fahrzeug ist frontal recht einfach zu durchdringen. Das wird gleich beim TKP ein bisschen anders sein, wenn wir es richtig anstellen.
Belohnung 50 Gold und 150 Anleihen. Okay. Kann man mal machen. So, 15.000 nehmen wir ein. Und wir sind von Schaden her auf Platz 3. Das ist natürlich ziemlich schwach von den anderen zumindest. Und von der Basis-XP her sind wir da gar nicht mal so schlecht dabei. Sind wir auf Platz 5. Jo, die 1. Großer oder kleiner Bruder? Vielleicht hat schon einer eine Meinung. Ich hole mal den Tiger P raus. Wie gesagt, schlechtere Crew, aber ich werde trotzdem probieren, den hier in ein vernünftiges Gefecht zu führen. Nach Möglichkeit Stufe 7 only oder gegen 7 und 6er. Mal gucken. Bis gleich. Jo, da sind wir. So wie ihr es gehört, habe ich natürlich ein 9er Gefecht mit 8 und 7 Unterstützung erwischt. Das heißt, komplett das Gegenteil zu gerade eben. Ich werde trotzdem mir mein Bestes geben, natürlich. Und wir haben es mit dem Phase 1 unter anderem zu tun. Wir haben T54-1 in eigenen Reihen. Frontal können wir ein bisschen was bieten, allerdings gegen den Löwen. Der hat fast 300 Durchschlag. Das ist schon richtig gemein. Beziehungsweise 234 Durchschlag auf Standardmunition. Sehen wir nicht so gut aus, das ist eigentlich so. Wo ich sonst eigentlich sehr gut gespielt habe. Okay. Ab nach vorn. Auf der linken Seite ein bisschen rumwürgen. Auf der Medium-Linie läuft natürlich nichts. Oh, T34-3 gibt mir mit. Ich dachte, er hat gerade geschossen, aber hat er nicht. Ein bisschen Schaden einschenken da. Kann es hoffentlich ein bisschen. Der hat sich ja tatsächlich in den Weg gestellt. Kleine Wahnsinnige. Wir werden hier gerade wieder auseinandergenommen. Nach allen Regeln der Kunst. Ich wollte glaube nicht zu sagen, was ich davon halte. Wie gesagt, da bleibt einiges mehr hängen. Ja, im Frontal natürlich eine deutlich bessere Panzerung. Natürlich eine ganze Menge aus. Brauchen wir jemanden? Will irgendjemand was tun? Boah, keine Chance. Von hinten irgendeiner? Progetto? Nein. Ja, okay, sind alle natürlich massiv überfordert. Man. Und 8er mischt, 7er, 8er, 9er mischt, dann geht das in der Regel nicht so gut aus. Zumindest läuft hier noch ein bisschen was besser. Gebe ich keinen Schuss drauf. Holen wir die Jungs zurück ins Leben. 5 zu 4. Von HP her sind wir vorn. Was das nichts zu bedeuten hat, das wissen wir glaube ich alle. Vielleicht kann der WZ111 GFT da was machen. Ja. Ich drehe es raus. Eine richtig große Stelle kann ich mir allerdings nicht mehr einfangen. Unter anderem von dem Löwe. Die ist zu hart. Sieht ja alt aus. Medium-Linie haben sie tatsächlich verloren.
So ein bisschen zu aufdringlich, möchte ich sagen. Obwohl, das machen wir aus. Jetzt werden wir sie hier ärgern. Nur mit dem Erscheinen. Sonst geht nichts. Das ist eine Barriere, ich weiß. Ja, kommt durch. Gib ich meine mit. Bitte nicht mit rausnehmen. So, nochmal die Kette gezogen. Müssen wir es anbieten hier. Und von hinten dann weggeraucht. So, 1237 Schaden. Haben wir gemacht, ähnlich viel wie gerade eben im Tiger 1. Ich denke mal, dass wir nicht mehr besonders viel abbekommen werden. Die werden sich da den Rest schmecken lassen. Ein Kill und 1180 Schaden geblockt. Schwierig sich zu entscheiden, wer hier der große und wer der kleine Bruder ist. Ich würde mich nicht festlegen wollen. Von der Feuerkraft her finde ich auf jeden Fall den Tiger besser. Von der Panzerung den Tiger P. Natürlich kann man jetzt auch ein 7er 6er Gefecht nicht vergleichen mit einem 7er, 8er, 9er. Das dürfte, glaube ich, auch klar sein. Trotzdem würde ich den Tiger eine kleine Ecke weiter vorn sehen. Weil Feuerkraft und Beweglichkeit, in dem Fall ist es ja nicht so besonders, aber Feuerkraft und Beweglichkeit meiner Meinung nach immer noch das Spielentscheidende ist. Und da ist der Tiger einfach eine ganze Ecke vorn. Wenn es um reine Stadtkarten geht, wenn ihr gegen Siemer spielt, habt ihr mit dem Tiger P ein richtiges Monster. Und da ist er auch, denke ich mal, dem Tiger überlegen. Würde ich mich festlegen darauf. Aber das habt ihr halt nicht so oft. Und wenn, dann könnt ihr nicht immer in die Stadt fahren. Das muss man ganz einfach so sehen. Dementsprechend meiner Meinung nach der Tiger, der große Bruder, aber da sind nur ein paar Zentimeter Unterschied zum Tiger P, der auf jeden Fall ein mega Geschoss ist. Wenn der die bessere Kanone noch kriegen würde, wäre es noch ein bisschen besser. Hat er aber nicht, von daher bleibt er meiner Meinung nach der etwas kleinere Bruder. Ich würde gern eure Meinung wissen, wie ihr das Ganze seht. Habt ihr beide? Spielt ihr irgendeinen von beiden überhaupt? Und wenn ja, spielt ihr den lieber? Was hier noch dazu kommt, der hat keine verschachtelten Räder. Wieso hat er keine verschachtelten Räder? Was ist denn da los? Der ist schwerer als der Tiger. Ungefähr genauso lang. Okay, wahrscheinlich werden wir es nie erfahren. Niemals, niemals werden wir es erfahren. Das soll es von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut. Und ciao.